egal wo du jetzt bist, steh bitte auf, denn wir, meine tolle Schwester und ich, wollen Gleichgewicht trainieren. Schlechte Balance ist wirklich sehr schlecht für den Schwung. Denn wie du es vorstellen kannst, wenn ich während meines Schwunges mein Gleichgewicht verliere oder komme ich weg von meinem idealen Schwungbahn. Und dann ist es natürlich einfach schwierig, den Ball regelmäßig konstant zu treffen. So, Winter zu Hause ist die perfekte Zeit, der perfekte Ort, Gleichgewicht zu trainieren. So, das ist jetzt eine ganz einfache Übung. Jeder kann es machen. Nur bitte, falls du schwache Fußgelenke hast oder verletzt bist in dem Bereich, solltest du vielleicht erstmal zum Arzt gehen oder vielleicht erstmal stärken. Okay, fangen wir an. Es geht, also all diese Übungen sind jetzt für Golfspieler und ich werde jetzt den Golfstand einnehmen und so mein Gleichgewicht trainieren. Und du bitte auch. So, das Erste, was wir machen sollten, und du brauchst bitte einen Partner. Ich habe das Glück, dass Jackie von London hierher gekommen ist, um mich zu besuchen. Jackie, und Jackie kann schon ein bisschen Deutsch sprechen. Kannst du Golf spielen? Nein. Wieso nicht? Ich weiß das nicht. Sie ist doch so süß. Aber um ihr zu erheben, ist sie perfekt. So, erstmal den Stand einnehmen. So, was wir da tun können, und Schlussende. Okay. Erstmal ganz normal aufrecht stehen und dann aus dem Hüftgelenk solltest du dich nach vorne bücken. Das ist wirklich ganz wichtig, weil oft, wenn wir den Stand einnehmen, machen wir es so. Und dann ist der Po zu weit hinten und wir können uns nicht richtig drehen. So, aufrecht stehen, aus dem Gelenk nach vorne bücken und jetzt. Das ist ja geil. So weit würde ich mich bücken bei einem normalen Golfschlag. Jetzt solltest du bitte deinen gesamten Körper runterbringen, also gerade runter, die Arme hängen lassen. Meine Hüftgelenke sind jetzt genau oberhalb von meinen Knöcheln und ich stehe jetzt genau richtig. Okay, so noch einmal. Aus Hüftgelenk nach vorne, runter und jetzt bist du genau richtig. Und jetzt sind wir bereit, an Gleichgewicht zu trainieren. So, Teil Nummer 1. Dein Partner soll jetzt dich schubsen. Nach vorne und nach hinten. Und could you please do that, Jackie? Yeah. Push me slightly, just in this direction. Okay. Okay. No, from the front. Just push me. Yeah, like, just stab me a few times. Okay, so relativ hart zu tun. Okay, now from the other side. Again. Again and again from the front, please. Und so kannst du sehr schnell merken. Thank you. Perfect. Vielen Dank, Jackie. Du warst toll. Okay, so kannst du merken, ob dein Gleichgewicht zu weit hinten ist, auf den Fersen, oder ob du zu weit vorne bist, auf den Fußspitzen. Okay, wirklich ganz einfach. Aber wir müssen zentriert da stehen. Okay, wenn du das gemacht hast, zweiter Schritt ist, ich mache das von dieser Perspektive, wieder Stand einnehmen und jetzt das ganze rechte Bein belasten und dann gucken, ob du 30 Sekunden lang stabil so stehen kannst. Nur Gleichgewicht ist nicht meine Stärke, deswegen muss ich auch wie du in den nächsten Wochen das trainieren. 30 Sekunden lang. Und man merkt auch, das Bein wird müde. Das ist auch ein bisschen Krafttraining für das Bein. Dann das linke Bein. Erstmal Stand einnehmen. Und versuchen, 30 Sekunden so lang zu stehen. Es wird immer eine Seite besser sein. Und das Standbein ist unterschiedlich natürlich. So, wenn du das gemacht hast, und bitte, das musst du erstmal gut können, mach das jetzt wieder auf ein Bein, aber Augen schließen. Und das bitte 30 Sekunden lang machen, auf beiden Seiten. Da merke ich sofort, welche Seite bei mir besser ist. Okay, so, wenn du das geschafft hast, ist es
ist das nächste, die nächste Übung recht schwierig. Und wieder auf ein Bein stehen, aber jetzt deinen Kopf bewegen, links und rechts. Und jetzt versuchen, ausbalanciert auf dem einen Bein zu stehen. Auf beiden Seiten tun. Und durchgefallen. Und 30 Sekunden lang. So wirklich versuchen, jeden Schritt gut zu machen, 30 Sekunden zu halten und das 3-4 Mal in der Woche vor dem Fernseher zu tun. Und du wirst ein ganzes Stück nach vorne kommen, ohne Grobschwung zu trainieren, denn dein Gleichgewicht, dein Balance besser wird. Vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, dass bei dir es bald wärmer wird und dass du auch bald auf den Golfplatz überhaupt darfst. Viel Spaß beim Balance trainieren.